wird eine enge Kiste, ja. Das wird eine enge Kiste. 26,21 Meter hoch. Niemals hat ein Mensch eine höhere Welle gesurft. Weltrekord. Doch was reitet den Big Wave Surfer Sebastian Steutner? Was treibt ihn an? Er ist der Star in Nazaré. Sebastian Steutner. Nicht erst seit 2020, als er hier den Weltrekord aufgestellt hat, steht er im Rampenlicht. Dreimal schon gewann er den Oscar des Surfens, den Big Wave Award. Kaum jemand kennt die Monsterwellen an der portugiesischen Küste besser als er. Ein großer Dokumentarfilm ist in Arbeit. Kamerateams und Sponsoren reißen sich um den Deutschen. Doch das war nicht immer so. Aufgeben ist nicht in mir. Ich liebe ja das, was ich mache. Und klar war das damals eine Herausforderung, das alles zu machen. Aber ich meine, große Wellen zu surfen ist eine Herausforderung. Und ich liebe es, Dinge zu tun, die nicht unbedingt für möglich erscheinen. Und ich habe Visionen und dann arbeite ich an Visionen. Und wenn ich dran glaube, dann mache ich das, bis es klappt. Als einer seiner engsten Begleiter fast immer dabei Dr. Axel Haber, Flottillenarzt am Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. Seit 2014 leitet er Steutners Rettungsteam. An Sebastians Anfänge in Nazaré kann Haber sich gut erinnern. Damals fehlte vor allem das Geld. Big Wave Surfen galt unter Sponsoren als zu exzentrisch. Ich glaube, das sieht man ganz gut, was sich seitdem getan hat. Und Sebastian hat seine Sponsoren gefunden und vor allen Dingen auch Sponsoren, sage ich mal, High-End-Sponsoren, würde ich es mal nennen, sodass er jetzt tatsächlich eine Möglichkeit hat, sich auf den Sport zu konzentrieren. Denn das war am Anfang ja ein bisschen das Problem, dass man sagt, man muss erstmal die ganze Finanzierung stemmen und muss sich um erstmal vieles regeln, bevor man sich überhaupt um Surfen kümmern kann. Und das hat jetzt natürlich diese Situation deutlich geändert. 2014, ein Winter voller schwerer Stürme. Am Strand von Peniche an der portugiesischen Atlantikküste wacht Axel Haber über das Leben von Sebastian. Ein Jetski zieht den Big Wave Surfer in die Wellen. Mit menschlicher Kraft wären sie nicht anzupaddeln. Mit etwa 70 Kilometern pro Stunde donnern die Brecher auf die Küste zu. An Land hält Sebastians Safety-Chef Kontakt per Funk. Sebastian, Frage, Verständigung. Steutner und Haber sind seit 2013 befreundet. Der Mediziner weiß genau, was seinem Kumpel hier passieren kann. Alter. Jeder weiß, wie viel Wasser so wiegt und da kippt jemand ein Schwimmbad über einem aus. Das muss einem halt klar sein, was das auch bedeutet. Also diese, wenn man die Lippe direkt abbekommt bei einer Welle, die noch ein bisschen hohler bricht, also richtig eine richtige Barrel macht und man bekommt diese Lippe ab, also da, das ist auch nicht unbedingt von Vorteil. Kann auch, also selbst bei kleineren Wellen kann so eine Lippe ohne Probleme ein Surfbrett in zwei Teile zerbrechen. Also selbst wenn das nicht halb so groß ist wie hier. Da ist also relativ viel Kraft hinter. Die Naturgewalten hier draußen ist der Big Wave Surfer ihnen unmittelbar ausgesetzt. Sobald ich das Seil losgelassen habe, spüre ich wirklich nur noch die Energie von der Welle. Also weil die Welle schiebt mich an. In dem Moment, wo die Welle steil genug wird, dass ich runterfahren kann, dass ich reinfahren kann, da ist es wirklich so, als wenn als wenn das Meer irgendwie aufstehen würde oder als wenn das Meer plötzlich einen anschieben würde. Man spürt wirklich eine Urgewalt. Es ist so, ein Berg ist da, also der Berg bewegt sich und ich bin Teil dieses Berges und es ist ein sehr mächtiges Gefühl. Das ist krass. In seiner Heimatstadt Nürnberg war er den Bergen immer näher als der See. Hier trainiert er 2014 regelmäßig. Mittagessen bei seiner Mutter. Sie erzählt gern, wie im eiskalten Atlantik alles seinen Anfang nahm. Als es begann mit diesem Buggyboard da in der Bretagne, da war, also der Atlantik ist ja immer sehr kalt. Dieser Wahnsinnige, wie alt war er? 9. Ist den ganzen Tag im Wasser gewesen. Er war blau von oben bis unten. Er kommt nicht aus Wasser, oder? War nicht rauszukriegen. Gewässer jeder Art zogen Sebastian schon immer magisch an. Irgendwann erklärte er seinen Eltern, er wolle nach Hawaii, zu einer Familie, bei der man surfen lernen kann. Das hatte er in einer Zeitschrift gelesen. Es hat damit angefangen, dass ich diesen Artikel auf den Tisch gelegt habe, zu meiner Mutter gesagt habe, ich gehe dahin und ich höre mit der Schule auf, da war ich 13 Jahre alt. Und dann hat sie ziemlich diplomatisch geantwortet und gesagt, das ist eine gute Idee, fragt deinen Vater. Und der hat dann erstmal gesagt, ja, nee. Vergiss es, ne? Und erstmal sowas erzählt der Idiot, ne? Morgen will Astronaut werden.
Doch Sebastian lässt nicht locker. Hat sich dann vor mich hingestellt und hat so gesagt, Mama, du musst mich dahin lassen. Und ich habe natürlich gemerkt, seine ganze Anspannung, auch seine Verzweiflung irgendwo. Da gibt etwas, was ich unbedingt machen will und die lässt mich einfach nicht. Und da habe ich natürlich gespürt, hoppla, da ist eine Macht dahinter, eine Kraft dahinter. Also die kann man nicht einfach so ignorieren und sagen, spinnst du, Maui, ne? Mit 14, mit 15. Mit 16 hat Sebastian seine Eltern soweit. Ganz allein reist er nach Hawaii. Innerhalb von 2 Jahren wird er hier zum Profisurfer mit eigenem Vorstellungsvideo. Mein Name ist Sebastian Steutner. Ich bin 18 Jahre alt und aus Deutschland. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Und ich liebe es, Sport zu machen. Vor 2 Jahren kam ich nach Hawaii zum Surfen, Windsurfen und Towsurfen. Den Ritt auf der ganz großen Welle lernte er im weltberühmten Surfspot Jaws. Auf seinem geliebten grünen Board surft er hier 2009 seine erste Weltmeisterwelle, 22 Meter hoch. Daheim in Nürnberg macht Mutter Katharina sich Gedanken, ob es richtig war, den Jungen ziehen zu lassen. Mit einem klaren Ergebnis. Ich habe schon das Gefühl, dass er dort das gefunden hat, was er so sehr gesucht hat. Und ich meine, er ist ja auch nicht umsonst Weltmeister geworden. Und insofern, ja, glaube ich, summa summarum war es gut, ihn ziehen zu lassen. Und ich glaube, auch für sein Glück war es gut. Er ist einfach am glücklichsten im Wasser. Um im Wasser bestehen zu können, absolviert Sebastian das Trainingspensum eines Hochleistungssportlers. Die extremen Belastungen gehören für den Athleten dazu. Sein Ziel liegt glasklar vor ihm. Alles geben für die ganz große Welle. Das ist auch 2014 schon so. Der Tag, auf den ich warte, ist der Tag, an dem es die größten Wellen dieser Welt hat. Ganz einfach. Und dafür lohnt sich das alles hier? Ja, dafür lohnt sich das. Das Gefühl, so eine Welle zu surfen und auch in dem Wissen, also der Zuschauer sieht ja, oder aus Außenstehender sieht man einen kleinen Typ auf einer riesen Welle und es dauert 20 Sekunden und dann ist vorbei. Aber für uns, um dahin zu kommen, um das machen zu können, das ist erstmal jahrelange Auseinandersetzung mit dem Sport, dann Vorbereitung auf allen Ebenen, ob das jetzt Logistik ist, ob das irgendwie mental ist oder ob es physisch ist wie hier, das gehört alles dazu. Und diese kleinen Baustellen oder diese kleinen Dinge, die aber den ganzen Tag füllen, jeden Tag füllen auch, machen es dann aus, ob ich dann in diesen 20 Sekunden auf dieser Welle stehen kann. Und für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Das ist mein Leben. Das finanziert der Athlet damals noch durch Vorträge. Er spricht vor Führungskräften über Risikomanagement. Große Sponsoren gibt es noch nicht. Die Schwierigkeit für mich ist nicht das Surfen, da habe ich Talent, da habe ich die sportliche Intelligenz, da habe ich alles, was ich brauche, um erfolgreich darin zu sein und um die wirklich gut ausüben zu können. Für mich ist die größere Hürde und die größere Schwierigkeit, das ins Kommerzielle umzusetzen, dass ich Markenpartner dafür begeistern kann, das Potenzial, was ein Riesenpotenzial ist, von mir und von der Sportart darzustellen und zu überzeugen, dass es auch finanziell sich lohnt, sich daran zu beteiligen. Jetzt sitzt er im fetten Porsche, ja. Das Geheimnis seines Erfolgs, für Sebastian eine Frage des Charakters. Ich habe es damals, wie immer, ich wollte es machen. Ich war derjenige, der daran geglaubt hat. Ich war immer am Anfang der Einzige, der daran geglaubt hat. Und dann war es natürlich am Anfang immer schwer, auch weil wenn du der Einzige bist, der Erste bist, der das macht, dann musst du erstmal von deiner eigenen Energie leben, bis die anderen auch dran glauben, bis die anderen es verstanden haben, bis du bewiesen hast, dass das, was du willst, ja, oder das, was du vorhast, auch wenn es manchmal so nicht klar war, wie es weitergeht, habe ich da nie dran gezweifelt und auch nie aufgehört, daran zu glauben und irgendwie weiterzumachen. Zwischen damals und heute liegen viele Surf-Sessions. Auch eine, bei der Sebastian sein geliebtes grünes Weltmeisterboard verliert. Eric! Wird er es wiederfinden?